Sie wissen also schon, es gibt zwei Formen der Konduktion, eine Leistungskonduktion und eine Nichtleistungskonduktion. Eine Leistungskonduktion, da gibt es wieder Unterfälle. Einmal der richtige Grund fehlt von Anfang an. Das ist der einfache Fall, den nennt man in Latein Conditio in debiti. Also der richtige Grund fehlt von Anfang an, heißt, es liegt eine rechtsvernichtende Einwendung oder eine rechtshindernde Einwendung vor und dann wird das Ganze rückabgewickelt. Der richtige Grund kann später wegfallen. Das ist der zweite Fall in 812 1 Satz 2, erster Fall. Denken Sie bei Bereicherungsrecht bitte, bitte in der Klausel genau zu zitieren. Sie haben die Klausur sicherlich verkackt, wenn Sie reinschreiben, Anspruch aus 812. Also, dann kann da nichts mehr rauskommen, was sinnvoll ist. So, dann gibt es einen dritten Fall, der mit der Leistung bezweckte Erfolg ist nicht eingetreten. Das wäre 812 1 2 zweiter Fall. Dann gibt es eine auf Einrede belastete Forderung hin geleistete Leistung, die zurückgefordert werden kann, 813 und dann 817 Satz 1, wenn die Annahme gegen ein Gesetz oder gute Sitten verstoßen, dann kann auch zurückgefordert werden. Der Begriff der Leistung ist auch klar. Jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Das wird aus dem objektiven Empfängerhorizont auch mit Hilfe teleologischer Überlegungen geprüft. Herr Kollege, für Frage? Ja, genau. Also Herr Lohse zum Beispiel ist persönlich auch sehr stark auf dieses Tatbestandsmerkmal der Zweckgerichtetheit eingegangen. Also wir haben dann viel über so Tilgungsbestimmungen gesprochen. Ich bin mir da jetzt unsicher, inwiefern in der Klausur sagt man dann schon zum Beispiel, es war glaube ich irgendwie Solvendi Causa oder so, wenn er zum Beispiel die, eine Erfüllung, sag ich mal, eine Verpflichtung erfüllen wollte. Also zum Beispiel die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag, das würde man da dann schon nennen, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also diese Fallgruppen müsste man dann auf jeden Fall da differenzieren. Da gibt es ja glaube ich so vier verschiedene. Ja, in meiner Klausur kommen jetzt nicht die ganzen Untiefen von Leistungskonditionen dran. Das ist ja auch übertrieben. Aber ich habe auch auf Fragen von Studenten oft gesagt, sie können Sachenrecht nur verstehen, wenn sie Grundzüge des Bereicherungsrechts im Kopf haben. Und sie ahnen jetzt schon, es kommt in der Klausur sicherlich irgendwas dran, wo man auch die bereicherungsrechtlichen Ansprüche mitdenken muss. Ich habe in Abbas Papier meine Grundkonstellation mitgebracht, die ist jetzt nicht in Folien drin. Das ist Fall 3. Ist ein einfach zu schildernder Fall. Da üben wir noch einmal, ob Sie alles gelernt haben, was man bei Lohse können muss. Also, der N veräußert ein Gemälde. Natürlich gehört ihm das Gemälde nicht ihm, sondern seinem Freund F. Und der F hatte das Bild bei N zur Verwahrung abgegeben. Das Bild hat einen Marktwert von 2500 Euro. Der N aber ist clever und hat es für 5000 Euro an D veräußert. Er verlangt von N Herausgabe der 5000 Euro. So. Das ist ein Fall, wo man echt dran denken muss, auch an Sachenrecht. Der hat unmittelbare Bezüge zum Sachenrecht. Also nochmal geschildert, N veräußert ein Gemälde, das ihm gar nicht gehört, das er nur zur Verwahrung bekommen hat, an D, ziemlich teuer, für 5000 Euro, Marktwert 2500 Euro. Und der Eigentümer, nennen wir ihn F, verlangt von N Herausgabe der 5000 Euro.
So, wer hat mal Lust, damit anzufangen? Also ich würde dann bezogen, also soll ich direkt in das Bereicherungsrecht reingehen Ja, oder? klar. Gehen Sie gleich. Woran denken Sie noch? Ja, man müsste halt andere Sachen vielleicht kurz ablehnen. Also 985 wäre dann ja durch gutgläubigen Erwerb, hätte er das Eigentum nicht erlangt, aber würde ich jetzt in der Klausur trotzdem anprüfen. Außer, obwohl wir haben ja Herausgabe des, was war das Anspruchsziel? Er will 5.000 Euro. Ja, okay, dann wird das zum Beispiel nicht in Frage kommen. Auf Also, jeden Fall man. ich will einen Tipp für die Zuhörer. Achten Sie in der Klausur genau danach, was gefragt ist. Wenn die Frage ist, kann der 5.000 Euro verlangen, dann dürfen Sie nicht fragen, lösen, kann er sein Eigentum wieder zurückverlangen. Er will das Geld. Und es wäre ein schwerer Fehler in der Klausur, jetzt noch auf Eigentumsansprüche einzugehen. Aber ich dachte, Sie denken an andere Ansprüche. Ja, wäre ich jetzt auch, also halt der 816.1.1, Nein, also. nein, nein. Gibt es noch andere Ansprüche vorher? Jetzt direkt aus dem Bereicherungsrecht. Nein. Ja, dann wäre noch die GOA, also dass die Herausgabe, das wäre dann eine angemaßte Eigengeschäftsführung nach Paragraph. Gibt es noch einen Anspruch vorher? Verwahrung, nee. Nee, also die haben zwar den Verwahrungsvertrag, aber da wird sich ja halt kein Anspruch draus ergeben, beziehungsweise, aber das wäre, ich überlege gerade, man könnte jetzt einen Schadensersatzanspruch, weil er ja die Rückgabepflicht aus dem Verwahrungsvertrag ist ja unmöglich geworden. Aber der, ja, obwohl der wird sich dann schon auf Wertersatz richten. In Verbindung mit 2,51, aber eigentlich nur der objektive Wert und nicht auf die 5.000 Euro. Sagen Sie erstmal die Anspruchsgrundlage. Ja, also das wäre dann, jetzt müsste ich, in welchen Nummern ist der Verwahrungsvertrag? 488 oder sowas? 695. 695, das wäre dann, okay, das ist schon direkt das Rückforderungsrecht. Also es würde dann halt, man hätte einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Unmöglichkeit der Leistung. Also die Anspruchsgrundlage wäre 280.1, 3283. Wenn man davon ausgehen würde, dass er die Sache auch nicht wieder zurückbekommen würde. Und Also, dann hätten wir wir. machen es erstmal einfach 280. Ganz einfach. Nur 280? Okay, Wir nennen erstmal 280. dann müsste erstmal ein Schuldverhältnis vorliegen. Das liegt ja im Wege des Verwahrungsvertrages nach 688 vor. Die Pflichtverletzung wäre dann die Pflicht aus 695, dass der Hinterleger die Sache jederzeit zurückfordern kann. Daraus ergibt sich dann eine Herausgabepflicht des Verwahrers. Und diese würde er gerade verletzen, weil er die Sache nicht mehr herausgeben kann, weil er sie ja weiter veräußert hat. Dies ist ihm dann auch, oder dies hat er gemäß 280, 1, 2, 6, 276, 1, 1 vorsätzlich gemacht und somit zu vertreten. Dann, aber eigentlich, obwohl, ja, okay. Ich überlege gerade, ob der 283 nicht spezieller wäre. Ist halt die Frage mit den Ja, man Hauptleistungspflichten. kann den Fall doppelt drehen. Man kann nur sagen, es ist eine Pflichtverletzung aus dem Verwahrungsvertrag, dass man eine Sache, die man verwahren soll, stattdessen verkauft. Wir können natürlich auch direkt in das speziellere Unmöglichkeitsrecht rein, aber ich will die Studenten warnen, jetzt daraus eine Schuldrecht.at-Klausur zu machen. Naja, dann wäre auf jeden Fall die Rechtsfolge Schadensersatz. Das wäre nach 249 grundsätzlich, 249.1
Naturalrestitution, das kommt hier halt nicht in Frage, weil der Zustand nicht wiederhergestellt werden kann, also die Sache kann nicht herausgegeben werden. Und dann wäre nach 251 Schadensersatz in Geld. Und da würde ich jetzt sagen, das ist nach 251.1 erstmal objektiv und dann gibt es noch den entgangenen Gewinn. Ja. Wenn ich Jetzt erstmal eine Zwischenfrage. Wie viele gibt's bezogen auf den Fall? bezogen auf den Fall, wie viel Geld er dann herausverlangen kann. Ja, erstmal ohne entgangenen Gewinn. Ja, genau. Also das wäre nach 251.1 der objektive Wert. Und ich meine, da hätten Sie gesagt 2.500. Genau. Und das wäre dann 2.500. Entgangenen Gewinn, warum scheitert er? Weil das ja hier darum geht, man würde darauf also abstellen, das ist ja dann der Satz 2, gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass der ursprüngliche Eigentümer ja gar nicht vorhatte, die Sache zu verkaufen. Also der wollte sie ja in seinem Eigentum behalten. Und deswegen konnte sie auch nicht erwartet werden, sodass der entscheidende oder der entgangene Gewinn dann nach 252 Satz 2 nicht eintreten würde. Okay. So, jetzt zweite Prüfung, GOA. Wer prüft die GOA? Haben Sie auch alles bei Dose gemacht? Bei mir auch zum Teil. Es sind immer die gleichen. Das ist mehr. Wer sitzt denn? Wollen Sie nicht mal? Ja, also die GOA würde ja am Fremdgeschäftsführungswillen Nee, das ist scheitern. nur Anspruchsgrundlage. Das dürfen Sie in der Klausur nicht machen. Ansprüche aus GOA können wir jetzt salopp sagen, aber wo steht der Anspruch und worum geht es? Der Anspruch steht in 683. Ist das ein Anspruch? Was für ein Fall, so löst man GOA-Fälle, was für ein Fall ist das? Welche Schublade? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier 687 Absatz 1 Satz 1 wäre. Das macht mich sehr irritiert. 687 hat keinen Absatz 1, Satz 1. Entschuldigung, ich meinte Absatz 2. Ja, wie heißt Bitte der Begriff? verzeihen. Wie heißt der Begriff? Das ist dann doch hier eine angemessene Eingeschäftsführung. Genau. Und 687 Absatz 2 Satz 1 verweist auf eine ganze Reihe von Vorschriften. Wie geht die Kette weiter? Oh, die Kette ist ewig lang. Ich Nein, ja, das ist nervig. behaupte 687 Absatz 2 Satz 1 und das müsste dann 681 Satz 2 6 67 sein. Genau. Oder? Weiß ich nicht, bin Es ich. gibt zwei Möglichkeiten, eine Kette zu konstruieren. Also eine sagen Sie zu Recht, 687 Absatz 2, 681, dann Verweis auf Auftragsrecht und dann guckt man danach. Welche Kette geht auch? Vielleicht mit dem Übernahmeverschulden, also 687 Absatz 2 Satz 1, 678. Ja, also einen Schadensersatzanspruch gibt es genau aus 678. Jetzt kommt die trostvolle Botschaft für die Klausur. Bei mir steht unten Zusatz und den muss man eben lesen. Da steht, vertragliche Ansprüche und Ansprüche aus GOA sind nicht zu prüfen. Also damit ist das auch weg. Wie man das prüft, müssen Sie selbst überlegen. Jetzt dritte Anspruchsmöglichkeit. Weil wer weiß noch eine dritte Anspruchsmöglichkeit, die nicht Bereicherungsrecht ist?
Und die muss man allerdings auch prüfen. Weil wir haben nur vertragliche Ansprüche und Ansprüche aus GOA ausgeschlossen. Frau O. Ich wäre jetzt weiter zu den dinglichen Ansprüchen gegangen. Mhm. Und zwar zu dem Anspruch aus dem EBV auf Nutzungsersatz gemäß Paragraph 990 Satz 1 und 987 Absatz 1. Ja, jetzt sind fast richtig. Aber mir gefällt der Gedanke 987 anzuwenden überhaupt noch nicht. Ist das, was er will, Nutzungen? Was sind Nutzungen? Ich hatte jetzt gedacht, dass es Nutzungen sind, weil er ja etwas aus der Sache bekommt. Und Verwendungen sind ja insofern davon abzugrenzen, als dass, dass er die Sache umgestaltet oder zu ja, deren... Nochmal meine Frage, was sind Nutzungen? Wo steht das? Also ich meine, das steht bei, bei Paragraph 100. Nutzungen sind Früchte einer Sache und eines Rechts sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. Und das ist genau. Eben der Verkauf. Würden Sie, wenn Sie hören, Paragraph 100, ist das wirklich Paragraph 100, was Sie wollen? Einen Moment. Nicht ganz, würde ich sagen. Ich würde sagen, nicht. Also nicht ganz ist so harmlos. Nein. Und warum nicht? Weil es sich um Vorteile handeln muss, welche, wie es auch im Gesetz steht, der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich es in Worte fassen soll, aber das sehe ich hier bei der Sache einfach nicht. Genau, so ist es. Perfekt gelöst. Also es ist nicht 987, 99. Was? Herr Hören? Mhm. Ich habe noch eine Frage an der Stelle zu dem Paragraph 100, weil ich bin da auch mal ein bisschen verwirrt, wenn ich das lese. Ich glaube, man sagt im Endeffekt, dass eben dieser Verkauf der Sache dann keine Frucht ist, weil der nicht aus dem Gebrauch der Sache herrührt, sondern aus dem Verbrauch der Sache vielleicht eher. Gucken Sie mal, wenn Sie es genau wissen wollen, Paragraph 100 verweist auf die Früchte. Früchte stehen in Paragraph 99 und das sind Erzeugnisse. Oder die sonstige Ausbeute, es geht um Ausbeute, es geht rein um Landwirtschaft. Genau, der in Paragraph 99 ist auch sowas, was mich ein bisschen dabei verwirrt, nämlich der Absatz 3 sagt er dann, Früchte sind auch Erträge, welche eine Sache, Vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt. Das ist aber nicht auf den Verkauf anzuwenden, sondern nur auf irgendwie Vermietung oder so, glaube ich. Oder ja, genau. Also es müssen irgendwie. Aber ich mache mir immer klar, wir sind im Kern traditionell im Bereich Bauern, Kühe, Getreide. Und es können natürlich weiter sein, aber es muss irgendwas sein, was dem ähnelt. Und der Verkauf ist natürlich das Ende von Früchten. Das heißt, die Sache ist weg und die Sache ist, dann kann es keine Früchte mehr sein. Ja, okay, danke, ja. So, also wo sind wir? Herr Sch. Ja, ich würde dann noch den Paragraph 990 Absatz 1 und 989 prüfen, also den Schadensersatz und da die dritte Variante, nämlich dass er aus einem anderen Grunde nicht herausgegeben werden kann, weil der Eigentumsübergang war ja erfolgreich und deshalb kann das, von ihm. Deshalb, also er hat es ja quasi weggegeben. Dann prüfen Sie ja, ganz normal durch 989, 99. Wie okay, prüft man denn? Also erstmal brauchen wir ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. In welchem Zeitpunkt? Das ist auch wichtig für die Klausur. Auf welchen Zeitpunkt stellen wir ab? Zum Zeitpunkt des Schadens. Ja, dann können Sie jetzt noch genauer sagen, im Zeitpunkt der Schädigungshandlung. Bestand im Zeitpunkt der Schädigungshandlung ein EBV? Ja, die Schädigungshandlung ist dann ja hier der Verkauf des Bildes. Ich glaube, es war ein Bild, oder? Naja, der Sache.
Und in dem Zeitpunkt war er bösgläubig, er weiß ja, dass das nur verwahrt ist. Nein. Sie springen schon auf die Frage, warum bösgläubig wird. Bestand ein EBV im Zeitpunkt des Verkaufs? Ja, genau. Ich bin gerade ein bisschen mit den Menschen verwirrt. Das ist die falsche Folie. Nee, okay, der Verleiher war ja der Eigentümer und der Leier hatte den Besitz. Man könnte hier aber beim Recht zum Besitz stutzig werden. Frage geschildert. Sie sind irgendwie rausgekommen. Ja. Also, es gibt einen Eigentümer, den nennen wir F, weil er der Freund ist. Der F gibt ein Bild ab bei seinem Kumpel, den nennen wir N. Und der N hat eigentlich das Bild in Verwahrung. Aber was er natürlich prompt macht, ist zu sagen, das kann man zu Geld machen. Und macht es zu Geld, indem man es weiterverkauft für 5.000 Euro an D. Ja, okay. Ja. Genau, also der Freund war Eigentümer. Der N war Besitzer. Mhm. Der N dürfte zum Zeitpunkt der Schädigungshandlung, also der Verfügung an den B, kein Recht zum Besitz gehabt haben, damit ein EBV vorliegt. Aber er war ja Verwahrer und da war ja ein Verwahrungsvertrag und dementsprechend hatte er eigentlich dann ein Recht. Genau, der hatte eins. Also ist damit Schluss? Also dann liegt ja grundsätzlich kein EBV vor, oder? Ja, jetzt könnte man als guter Kandidat auf eine bösen Gedanken kommen. Und hätte gleich die Klausur natürlich höher gezogen. Ja, habe ich doch gerade gesehen. Ja, man könnte ja jetzt an den nicht mehr so berechtigten Besitzer denken, meine ich so heißt. Besser, ja. Ja, genau. Genau, so heißt ja die Konstellation. Das heißt, er handelt ja in dem Sinne außerhalb seines Besitzrechts, als dass ihm der Verwahrungsvertrag nicht das Recht gibt, die Sache zu veräußern. Aber dann damit das EBV anzuwenden, ist ja ein bisschen widersprüchlich, weil dadurch ja die Wertungen bei vertraglicher Abwicklung von solchen Konstellationen umgangen werden. Was habe ich Ihnen gerade gesagt bei solchen Konstellationen? Da weiß ich jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Immer streitig. Streitig. Es gibt drei Meinungen. Ja, nein, jein. Also passen Sie auf mit zu vorschnell. Also ich weiß was und ich habe keinen Bock mehr auf diesen nicht so berechtigten. Also das prüfe ich, wenn ich kurz und dann haue ich es durch. Machen Sie daraus eine Meinungsstreit. Ja, damit kriegt man Punkte. Also wir haben recht, mit der herrschenden Meinung ist der nicht so berechtigte auf jeden Fall kein Fall für 89,99. Was macht die herrschende Meinung stattdessen? Wie kommt ihr darauf zu sagen, ist nicht? Man würde ja sagen, mit guten Gründen ist auf jeden Fall so ein böser Stinkstiefel, dem gehört aus vollem Recht eins rübergezogen. Ich glaube, die argumentieren ja damit, dass prinzipiell dadurch, dass der Verwahrer ja eigentlich dann das Recht zum Besitz hat, der Verwahrungsvertrag ja eigentlich schon Ansprüche dann auf Schadensersatz teilweise gibt, genau. Die wir ja eben auch schon durchgesprochen haben. Okay, alles klar. Sie sagen dann, dass da gar keine Bedürftigkeit, sage ich mal, fürs EBV besteht. Alles klar. Und jetzt sind wir endlich bei meinem Lieblingsthema Bereicherungsrecht. Also, welche Ansprüche könnten sich aus Bereicherungsrecht ergeben? Also, jetzt muss ich mehr sehen als eine Hand. Ja, ist gut. Frau Ass. Also, ich würde jetzt an den 816 denken. Also, 816 Absatz 1, Satz 1. Das genau, da war ich mit dem Zucken.
Ach, 16.1.1. Frau Asmuth, was ist das für eine Art von Kondition? Ist das Nicht-Leistungskondition oder Leistungskondition? Nur allgemein dogmatisch. Weiß das jemand? Ich glaube, das ist eine Nicht-Leistungskondition. Genau. Das ist ein Spezialfall einer Nicht-Leistungskondition. Und das heißt auch für die Klausur. Wenn Sie in der Klausur anfangen, 8, 12, 1, 1, erst, zweiter Fall, also dann ist es systematisch verkannt. Ne? Also wir müssen erst Lex Specialis prüfen und das wäre 8, 16 und über 8, 16 hinaus kommen wir nicht. 8, 16, 1, 1. So, wer hat mal Lust, 8, 16, 1, 1 zu prüfen? Wie prüft man diese Vorschrift? Jetzt schieße ich mal gerade schon dran. Wer sagt denn gar nichts? Also zunächst mal bräuchte man dafür ja eine Verfügung eines Nichtberechtigten. Mhm. Und der, ich weiß den Buchstaben nicht mehr, aber der hat es auf jeden Fall übereignet. Mhm. Ohne zur Übereignung berechtigt gewesen zu sein. Frage, Herr Prosti, was heißt Verfügung? Gibt es da eine Definition oder irgendwas, was man sagen kann? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was irgendjemand für die Definition oder eine Umschreibung heißt, ist soll mir. Herr. Ich meine, eine Verfügung ist eine Erklärung, mit der unmittelbar ein Recht gestaltet, übertragen oder aufgehoben wird? Ja, perfekt gemacht. Ich kann es nicht besser sagen. Wichtig ist das Wort unmittelbar. Ja. So, wer prüft weiter? Herr ist jetzt mein Bild. Ja, dann müsste diese Verfügung als erstes auch, oder als nächstes auch noch entgeltlich sein. Können Sie mal klar sagen, was ist die Verfügung hier? Die Verfügung ist dann ja hier die Übergabe und Übereignung des, der Sache. Nach? Nach 929, Satz 1, 9, 32. Ja, können Sie einen Schuh schreiben, kann man auch sein lassen. Ich warne nur alle Zuhörer davor, einmal zu schreiben, Verfügung ist hier der Verkauf der Sache und dann auch dazu zu schreiben, Verkauf nach 433. Sollte ich sowas finden in der Klausur, gucke ich nicht, gar nicht mehr weiter. Das ist durchgefallen, ein Punkt. Also tun Sie mir den Gefallen, das geht eben nur um 929, niemals um 433, niemals um den Kaufvertrag, sondern um die dingliche Übereignung. So, Herr Lenk, Sie sind weiter dran. Ja, dann müsste die Verfügung auch entgeltlich sein. Das ist dann der Umkehrschluss aus 816 mhm. Absatz 1, Satz 2. Ja. Und er hat ja hier die Sache verkauft, hat also aus der Verfügung auch eine Gegenleistung erhalten. Oder Quatsch, nicht aus der Verfügung, aus dem Vertrag, aus dem Kaufvertrag dann eine Gegenleistung erhalten. Also das ist ganz gefährlich, was Sie jetzt sagen. Ja. Machen Sie es nicht so kompliziert. Sie lavieren genau an dem einen Punkt rum, drumherum. Indem Sie irgendwas schreiben über Kaufverträge und sagen Sie nur, der hat Geld bekommen, also ein Geld, Punkt. Denn es ist überhaupt nicht streitig. Okay. Es gibt kein Problem mehr. Also, Herr, nächstes Prüfungsmerkmal. Ja, die Wirksamkeit gegenüber dem Berechtigten. Nein, halt vorher. Verfügung. Ach so, der Nichtberechtigte. Ja, genau. Und zwar, also der N
müsste nicht berechtigt da gewesen sein. Und ich meine, wir haben ja, hat eigentlich schon gesagt, er hat von dem F die Berechtigung nicht erhalten. Okay. Ja, und dann kommt die Wirksamkeit gegenüber dem Berechtigten. Ja. Und hier kommt gutgläubiger Erwerb von dem D in Betracht. Und ja, der D war gutgläubig und hat das auch gutgläubig erworben. Und ja. Okay. Rechtsfolge? Ich immer noch? Ja, ja. Ja, Rechtsfolge wäre dann nach 818.1 Herausgabe des Erlangten. Also das Geld in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht. Ja, machen Sie schon einen Schlusssatz. Somit muss der N dem F nach Paragraph 818.1 Geld im Wert von, ich weiß nicht mehr genau wie viel, 5.000 Euro herausgeben. Ja, ich habe deshalb genau nachgefragt, weil das Ganze hier ist ein großes Problem und das sollte man auch in der Klausur sehen. Ob das vielleicht Wertersatz dann ist? Ja, es zeigen 7, 8, 9 Leute auf, das heißt, einigen Leuten ist das auch nicht ganz geheuerlich, was sie gesagt haben. Ich suche mal heute aus. Also ich meine, da gibt es einen Meinungsstreit, ob nur der objektive Verkehrswert herausgegeben muss oder auch der Verkaufserlös, falls der vorhanden sein sollte. Und ich meine, die herrschende Meinung ist, dass auch der Verkaufserlös herausgegeben werden muss, weil das ja dem Nichtberechtigten gar nicht zusteht. Ja, reden Sie. Naja, also hätte jetzt, also N war ja nicht der Eigentümer, sondern der F. Und deswegen, wenn F das verkauft, dann hätte F ja den Verkaufserlös bekommen. Und der N war ja auch noch bösgläubig. Spielt das eine Rolle? Warum prüfen Sie sowas bei 818? Gute Frage. Haben Sie eine Idee? Ja, also die eine Ansicht sagt eben, dass es auf den objektiven Wert beschränkbar ist. Das ist ja eben nach dem Wortlaut quasi, weil man bei dem Bereicherungsrecht ja meistens dann eben nur nicht von dem Erlös, sondern wirklich von der Befreiung einer Verbindlichkeit ausgeht. Deshalb soll man das darauf beschränken, eben wenn der objektive Wert niedriger ist als das, was man durch den Verkaufsvertrag quasi herausbekommen hat. Aber die HM sagt eben, dass der gesamte Erlös aus der Verfügung erlangt ist. Eben spricht davon, dass das das Erlangte sei und eben nicht der bloße Wertersatz nach 818 Absatz 2 ist. Und das ist ja so ein bisschen ein Strafcharakter eben für den Nichtberechtigten. Und da müsste man dann abwägen, ob man diesen Strafcharakter wichtig oder vorzugsweise findet oder ob man sich halt eher der anderen Ansicht anschließt, die ich meine, zwar nicht die HM ist, aber dogmatisch auch enger gefasst ist. Haben wir es im Bereicherungsrecht mit Bestrafung zu tun? Ja, das eigentlich ja eben nicht. Das ist es ja eben. Das ist ja quasi dann das Argument gegen die HM. Also, genau gesagt, wir haben einen Streit und der heißt, kann man 818.1 anwenden, alle gezogenen Nutzungen herausgegeben und Nutzungen sind dann eben auch Kauferlöse in irgendwelchen Höhen. Oder ist 818.2, denn nur in 818.2 steht irgendwas vom objektiven Wert. Wie kommt man aber zu 818.2? Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich? Haben wir hier einen Fall von Unmöglichkeit der Herausgabe wegen der Beschaffenheit? Und da sagt eben Anfang Medicus, und da finde ich mal Medicus ganz gut, das, was man erlangt hat, das, was hier der N erlangt hat, als er das Bild darüber geschoben hat, ist nur Befreiung von einer Verbindlichkeit aus einem Kaufvertrag. Da kann man, der schmutzige Begriff
Kaufvertrag erwähnen. Zur Befreiung von Verbindlichkeiten nach 362, Erlöschen der Verbindlichkeit, kann man nicht herausgeben, die Beschaffenheit des Erlangten lässt eine Herausgabe nicht möglich erscheinen. Und damit kommt man zu 818.2. Die herrschende Meinung, also ich glaube nicht, dass die herrschende Meinung anfängt, mit Strafcharakter zu argumentieren. Das würde nämlich gar nicht passen zum Bereicherungsrecht. Aber sie sagt eben, gestörende Nutzung ist alles. Für mich ist ein entscheidender Argument, hier hat der N ja durch eigene Kraft und Energie 2.500 Euro mehr erstritten, als objektiv dem Wert entspricht. Und diese zusätzliche Verkaufsgeschick soll eben nichts dem Eigentümer zu tun haben. Warum sollte ein Eigentümer profitieren von Verkaufsgeschick irgendeines zugegebenen Arsches? Aber trotzdem, dass er Arsch ist, spielt eben für Bereicherungsrecht keine Rolle. Das wären die beiden Meinungen. Und jetzt gibt es noch eine Zusatzfrage. Die heißt hier, wie wäre es, wenn N dem F das Bild gestohlen hätte? Also nichts mit Verwahrung, sondern rein Diebstahl. Wieder ein Tipp für die Klausur. Bitte lernen Sie auswendig, schreiben Sie sich in die Toilette, gucken Sie morgens immer drauf, welche Ansprüche hat man gegen Diebe? So, jetzt frage ich erstmal, welche sind das abstrakt? Welche Ansprüche? Was muss in der Toilette von Frau Bernhölzer stehen? Frau Bernhölzer, was steht in der Toilette? Okay, jetzt müsste ich überlegen. Also wir hätten auf jeden Fall keine vertraglichen. Dann wäre das nächste quasi vertragliche. Das wäre GOA, die angemaßte Eigengeschäftsführung nach 87 Absatz 2. Ja. In Verbindung mit der Herausgabe des Erlangten und dann kommen noch Schadensersatzansprüche, also die aufgeführt sind in Betracht. Dann hätten wir Dingliche. Da könnte man zunächst in 861 auf Herausgabe des... Der Dieb hat kein Bild mehr. Ach, der hat kein Bild mehr? Ach so, immer noch, dass er es verkauft hat. Okay, dann ja. 61 ausscheiden, dann hätte man den aus EBV, den Schadensersatzanspruch 989,99. Mhm. Dann hätte man als nächstes nach dem 992 wegen des deliktischen Besitzers. Das wäre dann in Verbindung mit, also der 929 durch den Diebstahl und die verbotene Eigenmacht, in Verbindung mit dem 823.1 und in Verbindung mit dem 823 Satz 2 und dann Schutzgesetz einmal der 858.1 und des Weiteren dann der Diebstahl aus dem StGB. Ich warne Sie übrigens vor für die Klausur. Es kommt eine ganz, ganz kleine Petitesse dran zum Strafrecht. Also es ist nur eine Petitesse. Aber Sie sollten sich die Grundstrukturen des Strafrechts BT für Drittsemester nochmal klar machen. Alles klar, hier 992, 823.1 in Verbindung 992, 823.2 in Verbindung mit 242 SCB oder in Verbindung mit 858. Das ist richtig? Ja, weiter. Und dann hätte man die Dinglichen alle durch. Bereicherungsrecht hätte man, also dann hätte man ja, wäre ja der Verweis schon einschlägig.
Und dann hätte man noch im Bereicherungsrecht halt, wie gerade gesagt, den 816.1.1 für die Herausgabe des Erlangten so, durch. Das muss jemand mal durchprüfen. Wer will, hat Lust, 816.1.1 jetzt mal zu prüfen? Müssen wir ein bisschen mehr. Ich gucke mal, wer hinten noch gar nicht dran war. Frau, wir haben einmal nur geredet. Ja, ich habe jetzt gerade gar nicht mitbekommen, in Bezug worauf zu prüfen. Wir sollten 816.1.1. Ja, in Bezug auf welchen Fall denn? Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Ja, wir sind ja beim Fall, der F hat ein Bild im Wert von 2.500 Euro. Der N ist ein dreckiger Dieb, klaut das Bild irgendwo und veräußert das auf dem Schwarzmarkt für 5.000 Euro. So, und jetzt will der wahre Eigentümer von dem Dieb irgendwas haben. Also erst müsste ja dann da auch eine Verfügung vorliegen, eine entgeltliche. Was ist die Verfügung? Das ist alles nur Wiederholung. Lassen wir mal Herrn Mann, wir haben noch gar nichts an. Die Verfügung ist ja die unmittelbare Übertragung oder Veränderung des Rechts. Und das würde ich sagen, liegt mit der Verfügung des Diebes über das Bild vor. Weiterveräußerung. Ich will dann mal genau hören. Worin liegt die Verfügung hier? Die unmittelbare Übertragung des Eigentums? Ja, das ist die Definition. Aber worin liegt die Verfügung hier? Die Weiterveräußerung durch den Dieb. Ich will es genauer haben. Dann muss ich passen. Was habe ich Ihnen verboten unter Absingen schmutziger Gesänge, Herr Mattes? Alles Mögliche. Na, das stimmt. Ich bin da sehr harsch, aber das meine ich nicht so. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, da muss ich passen. Was verstehen Sie unter einer Weiterveräußerung? Okay, vielleicht kann man das weiter streichen und dann einfach nur Veräußerung. Ah, das hilft nicht. Was verstehen Sie unter Veräußerung? Eine Veräußerung nach 929. Ja, eine Übereignung nach 929. Darauf wollte ich hinaus. Versuchen Sie in der Klausur ganz präzise zu sein an dieser Stelle. Okay. So, jetzt prüf mal Frau. Die ist so skeptisch. Also wir hatten jetzt die Verfügung, richtig? Genau. Genau, die war auch entgeltlich, denke ich mal. Ja, er hat ja, nee, genau, wir hatten ja gesagt, er hat die 5.000 Euro dafür bekommen, ne? Genau, eines Nichtberechtigten, ja, der Dieb ist offensichtlich kein Eigentümer, hat auch keine Berechtigung nach 185, 1 oder 2. Genau, dann brauchen wir die Wirksamkeit gegenüber dem Berechtigten. Und da könnte jetzt der gutgläubige Erwerb in Betracht kommen, allerdings wegen des Abhandenkommens nicht. Wo steht das? Bitte? Wo steht das? Achso, 935. Und jetzt könnte man, wenn der N war, glaube ich, nee, F war der Eigentümer, genau. Wenn der F allerdings den Anspruch geltend macht, könnte man da drin eine konkludente Genehmigung im Sinne des 185.2 sehen. Ja, mit dem Wort könnte ist natürlich gleich signalisiert, was? Wie, also mit dem Wort könnte, also naja, also wenn, okay, ich formuliere oben, wenn er den Anspruch geltend macht, dann ist das eine konkludente Genehmigung? Nein, in dem könnte steht immer drin, es könnte aber auch nicht. Okay.
Warum? Wie warum? Also. Ich will wieder darauf hinaus, Meinungsstreit. Es gibt Leute, die sagen, das ist viel zu schnell. Also, wenn Genehmigung, wenn man sagt, immer Genehmigung, das führt zu Missständen, vor allem wenn man sagt, in dem Zahlungsbegehren, in der Tatsache, dass der 5.000 Euro haben will als Wahreigentümer, steckt ja automatisch eine Genehmigung. Das geht ja viel zu schnell ab. Mhm. Ne? Also Meinungsstreit, ja, nein, jein. Also jein würde heißen, denken Sie an den doofen Hören. Es ist zwar ja möglich, nach 185 Genehmigung zu machen, aber nein, nicht in jedem Zahlungsbegehren steckt automatisch eine Genehmigung. Dazu müssen wir mehr im Sachverhalt wissen. Wenn Sie das schreiben, bin ich schon traumhaft glücklich. Möchte Sie heiraten, Kinder mit Ihnen haben, alles Mögliche. So. Und je nach Meinungen, die Sie vertreten, kommt man dazu, es gibt was auf jeden Fall an Geld, ob es dann aber wirklich die 5.000 Euro gibt oder die 2.500 Euro, ist umstritten. So.